Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Transport Fever 2 Schönbau hier auf meinem Kanal Basin Steel. Wir befinden uns wieder auf der Schwanstein-Karte und in dem heutigen Video möchte ich ein wenig die Autobahn ausbauen, die südlich von Schwanstein aus führend zum Kartenrand gehen soll. Hier vorbei an dem oder an der neuen großen Baustelle für die mittelgroße Stadt, sage ich mal. Na, im Hintergrund sieht man auch schon den Bahnhof. Die Stadt wird Naumburg heißen. Und hier im Vordergrund, direkt am Fluss entlang, wird dann sozusagen die Autobahn entlang geführt. Ich habe jetzt hier nur ein kurzes Stück hinzugefügt, da der Schwerpunkt auch eher auf dem Bau einer Raststätte liegt aktuell. Es ist auch die erste, die ich in der Form baue. Deswegen wird es jetzt noch keine besonders große und aufwendige Raststätte werden. Beziehungsweise werde ich auch nur in die eine Richtung das Ganze ein bisschen detailreicher und mit mehr Funktionen ausstatten. Also wird dann sozusagen auf der einen Seite noch eine Tankstelle sein und ein Schnell-Imbiss-Restaurant. Ja, also es wird so ein McDonald's wahrscheinlich werden. Und auf der anderen Seite mache ich das dann eben so, dass dort nur so ein paar Sitzmöglichkeiten vorhanden sind und dass man dort eben kurz verweilen kann, wenn man von der Autobahn genug hat und dann eben mal ein kurzes Päuschen braucht. Als allererstes habe ich dann hier eine Autobahnabfahrt gebaut, um eben auch den Anschluss an die neue Stadt zu sichern. Das Ganze ist hier so ein bisschen schief und krumm geworden von den Höhen. Das sieht man jetzt so von oben nicht so richtig. Hat da wirklich arge Probleme, das Ganze da auch so gerade hinzukriegen. Ich weiß gar nicht, warum das Spiel da mir ständig immer irgendwie so komische Höhenunterschiede in die Straßen reinmacht. Also das ist wirklich kurios. Teilweise sieht man es dann erst, wenn man Details irgendwie ausbaut oder eben näher ranzoomt. Das ist auf jeden Fall wirklich schrecklich, sag ich mal. Aber naja, gut, wenn man es weiß, kann man es ja umgehen, das Ganze. Nur wie gesagt, ich habe noch nicht rausgefunden, was ich da immer falsch mache oder warum das Spiel mir dort eben so ganz komische Wellen in die Straßen dann einfach dort mit reinbastelt. Ja, ganz simple Nummer geworden hier. Wie gesagt, also ganz einfache Autobahnabfahrt und ein Stückchen weiter südlich entsteht dann die Autobahnraststelle. Davor habe ich dann das Ganze auch nochmal so ein bisschen mit Leitplanke versehen. Ich habe das jetzt aber auch in dem Video nicht komplett fertiggestellt. Das ist halt so ein bisschen Offscreen-Arbeit, die ich dann später irgendwann mal noch vervollständigen werde. So, die Herangehensweise ist dort eigentlich relativ simpel. Ich ziehe mir da einfach so eine Parallelstraße rein, schließe dann das Ganze auch wieder an die Autobahn an. Und von der Parallelstraße geht dann noch eine etwas kleinere Straße zu den Parkplätzen bzw. zu dem Imbissrestaurant oder auch der Tankstelle. Ich wollte das Ganze da auch so ein bisschen funktional machen, deswegen werde ich jetzt hier an der Stelle auch so ein paar Querstraßen noch mit einziehen und dort dann unsichtbare LKW-Haltestellen platzieren. Und das Ganze wird dann mit einer Betontextur angepinselt, der Untergrund. Und links und rechts neben die Straßen werde ich dann so LKWs stellen, dass das wie so ein LKW-Parkplatz sozusagen ist. Und schicke dann einfach auf einer LKW-Linie dort einfach ein paar LKWs über die Autobahn auf den Parkplatz und eben dort vorbei. So, dann habe ich hier wie gesagt noch eine Tankstelle platziert. Das Ganze wird auch nochmal ein bisschen umgebaut, damit die LKWs dort nicht durch den Laden der Tankstelle durchfahren. Ist auch also nicht unbedingt funktional bis zur Zapfsäule, sondern da können die Autos nur direkt an der Tankstelle dort vorbeifahren. Ich denke aber, dass ich beim nächsten Rasthof, den ich bauen werde, dann da auch noch eine funktionale Tankstelle platzieren werde, dass es dann einerseits einmal eine LKW-Linie gibt und dann parallel dazu noch eine PKW-Linie, die dann eben durch die Tankstelle durchführt
und dort dann eben auch eine unsichtbare Haltestelle bekommt, um dass dort eben dann die Autos dort auch anhalten. So, dann habe ich mir hier einfach auch noch so ein bisschen Zaun um den ganzen Rastplatz drumherum gezogen. Das sieht man ja auch häufig, gerade so in Waldgebieten und so weiter, dass dort eben die Tiere nicht unbedingt die Autobahn kreuzen. Deswegen ist dort so ein Zäunchen noch mit drumherum. Und ja, dann wird das Ganze, wie gesagt, hier so ein bisschen mit Textur erstmal versehen, damit ich dort so eine Grundstruktur drin habe. Um mir das Ganze eben erstmal zu formen und dann eben auch zu sehen, wie kann ich was machen, da es ja wie gesagt die erste Autobahnraststelle ist, die ich überhaupt baue, und deswegen wollte ich da erstmal auch nicht mit so einer riesengroßen Sache anfangen, sondern einfach auch erstmal so ein bisschen rumprobieren, was möglich ist, wie kann ich was machen, und das ist sozusagen jetzt hier wie ein Testlauf. So, zum eben schon angesprochenen Thema, einfach dort so ein paar LKWs platziert, die dann dort eben so diesen Parkplatz simulieren sollen, und die funktionalen Straßen gehen dann eben dort durch und dort halten dann einfach auch nochmal so ein paar LKWs. So, das Ganze hier mit einem Parkplatz versehen, dass die Gäste dort für das Schnellrestaurant auch vernünftig abparken können. Das Ganze noch so ein bisschen begrünt, dann platziere ich hier wie gesagt so die Autos, die ich so in meinem Repertoire habe. Ja, nun geht der Ausbau hier auch so ein bisschen in die gestalterische Richtung schon. Ich habe das dann so zwischendurch schon mal so ein bisschen, also ist jetzt nicht super detailreich, aber wie gesagt so ein bisschen, dass man halt so dieses Bild schon so mehr vor Augen hat und sich das dann eher schon vorstellen kann, wie es im Endeffekt aussehen soll, kann, beziehungsweise dann eben auch im nächsten Bauabschnitt das Ganze dann noch so ein bisschen einfacher von der Hand halt auch geht. So, das Ganze dann hier auch nochmal so ein bisschen mit ein paar Bänken ausgestaltet. Sieht man ja auch relativ häufig, so ein paar Picknickbänke auf Rastplätzen, dass eben die Leute dort sich da auch mal kurzerhand hinsetzen können und eben ihren Snack essen, um dann eben ein bisschen gestärkter die weitere Reise angehen können. Auch hier an der Tankstelle ist reger Verkehr, da ist zum Beispiel hier auch noch einer mit einem Wohnmobil, finde ich ganz cool. Und auch da sind nochmal so ein paar LKWs und PKWs abgeparkt, die eben gerade sich noch kurz irgendwie ein Käffchen an der Tankstelle holen wollen oder eine Bockwurst. Und ja, so sieht das Ganze dann hier aus. Jetzt hier beim Kommentieren des Videos sehe ich gerade, ich habe dort auch den Shell-Transporter dort hingeplatziert mit dem Gedanken, das Ganze dort eben die Tankstelle zu beliefern und aufzufüllen. Das werde ich dann auch beim nächsten Rastplatz so machen, dass das funktional ist, dass dann eben dort so ein paar Rohre aus dem Boden rauskommen, beziehungsweise so eine Andockstelle für die Tanklaster ist, wo die dann ihre Ware in die Tankstellenbehälter reinpumpen können. Ich wollte das dann hier auch eigentlich nochmal so ein bisschen mit Rohren auch schon mal probieren, habe das dann aber auch aus dem Auge verloren und das Ganze dann eben, wie gesagt, nur beim Platzieren des Tanklasters eben belassen. Ist mir jetzt gerade aufgefallen, aber ich denke, bei der nächsten Raststelle wird das Ganze dann auch noch ein Stück besser werden. Auch hier einfach am Ende der Autobahn ein Verbindungsstück platziert, um dass das Ganze erstmal so ein bisschen funktional wird. Um dann eben auch erstmal eine LKW-Linie, die sich da über die Autobahn schlängelt, anzulegen. Ich habe dann auch immer mal ein paar verschiedene Haltepunkte platziert. Einerseits an den Enden der Autobahn, also das südliche Ende ist ja noch kein richtiges Ende, es geht ja dann wirklich bis zum Kartenrand, nur ich wollte eben, wie gesagt, erstmal eine Linie drauf packen, deswegen dort einfach so eine Wendeschleife rein und fertig. Und zwischendurch habe ich dann da auch nochmal so ein LKW-Zentrum platziert, und dass die dann immer so ein bisschen andere Routen halt auch einlegen. Also einmal sollen die durchfahren durch die Raststätte, dann sollen sie auf der Autobahn einmal durchfahren. Dann biegt er eben hier im Stadtgebiet Mitte auch nochmal in so ein LKW-Zentrum ein. Und so habe ich dann die ganzen LKWs eben auch ein bisschen zeitversetzt versucht auf die Strecke zu bringen. Allerdings ist dann auch schnell
ein Stau entstanden am Parkplatz an sich, was ja jetzt nicht unrealistisch ist, was mir aber trotzdem ein Dorn im Auge bleibt. Da muss ich dann auch nochmal später schauen, dass ich das da so ein bisschen zumindest lockere, um dass die dann halt auch nicht so in Fünfergruppen oder so dann direkt hintereinander fahren, sondern sich das Ganze so ein bisschen verteilt. Also da habe ich jetzt auch noch keine richtige Idee, wie ich das machen könnte. Muss ich da nochmal gucken. Ich habe dann jetzt in der aktuellsten Aufnahme, die ich jetzt gerade aufgenommen habe, die dann irgendwie nächste Woche erscheinen wird, denke ich mal, das Ganze auch schon mal versucht, an einem Haltepunkt mit einer etwas längeren Standzeit aufzulösen, dieses Stauproblem, sage ich mal, dass dann dort eben an dem Haltepunkt in Mitte eben der LKW 1 bis 3 Minuten steht und dann weiterfährt, und ich hoffe, dass das Ganze dann eben dort sich auch so ein bisschen lösen wird, denn auch hier im Video sieht man dann mal, für einen kurzen Moment ist dort halt richtig Stau, die stehen bis vor auf die Autobahn an sich drauf. Wie gesagt, ist ja nicht unrealistisch, ne? Also das Problem kennt man ja hier in Deutschland, ist es gerade wirklich extrem. Und ja, wie gesagt, also ich will es aber hier auf meiner Karte eben eigentlich nicht haben und muss dann halt jetzt über die nächsten Folgen dort mal versuchen, das Ganze eben so ein bisschen aufzulockern. So, auf der gegenüberliegenden Seite entsteht, wie gesagt, auch nochmal ein kleinerer Rastplatz, hat jetzt nicht unbedingt eine Tankstelle bekommen, hat auch keine Schnellrestaurants, und es ist wirklich nur LKW-Parkplatz und eben so ein bisschen kurze Erholungsphase und Kraft zu tanken. Auch da werde ich wieder so ein paar Picknickbänke platzieren, dass sich eben die Autobahnbesucher klingt ein bisschen komisch, ne? Sagen wir mal, die auf der Autobahn sich befinden, dass sie dort eben so ein bisschen Kraft tanken können. Auch wieder dieselbe Herangehensweise. Ich habe das Ganze hier mit LKWs zugeparkt. Manchmal auch so ein bisschen kreuz und quer, dass es halt so ein kleines bisschen chaotisch halt auch wirkt. Und dort auch wieder mit diesen kleinen Zwischenstraßen eben gearbeitet, um dann dort das Ganze auch wieder so ein bisschen funktional zu machen. Und auch mit mehreren kleinen Straßen, um das Ganze dann halt auch wieder so ein bisschen aufzulockern, das Ganze, dass halt einmal die LKWs unten durchfahren, dann fahren sie die erste an und immer wieder hin und her, so dass eben mehrere Haltepunkte entstehen und immer wieder eine andere Route von einem LKW gefahren wird. Und ich sag mal, wenn die Autobahn dann auch noch ein Stückchen länger ist und noch mehr Sachen für die Autobahn entstanden sind, da gibt es ja noch ganz viele Spielereien, die man da machen könnte. Muss ich mal sehen, inwiefern sich das da entwickelt. Lockert sich das Ganze dann, denke ich, auch wieder so ein bisschen auf und kommt dann eben nicht mehr zu diesen Staus, die ich euch hier gleich zeigen werde. Also ich hoffe, man sieht es im Video. Ich denke auf jeden Fall, dass ich es mit reingeschnitten habe, da ich das jetzt an sich, das Video, etwas später kommentiere, als ich es bearbeitet habe. Da immer wieder auch noch mal so ein paar Szenen dazugekommen sind. Zum Beispiel die nächste Bauabschnittszene habe ich dann auch 2 Tage später aufgenommen. Und da switcht das Ganze dann auch so ein bisschen hin und her, immer mal verschiedene Varianten. So, dann auch hier wieder noch ein bisschen Leitplanke. Wie gesagt, das ist nicht final und es bleibt, denke ich, auch nicht nur bei den Leitplanken hier in dem Bereich. Jetzt sieht man das Ganze hier schön. Da ist ein riesengroßer Rückstau von dem Parkplatz, ja. Und ich hoffe, dass das jetzt sich über die Zeit einfach auch so ein bisschen noch neutralisiert und das Ganze dann eben nicht mehr so schlimm ist. So, dann machen wir mal weiter mit dem nächsten Thema, auch für die Autobahn. Ich habe da so ein bisschen was ausprobiert gehabt. Und zwar gab es ja die Wegweisschilder vom guten Rob. Zumindest heißt er, glaube ich, Rob im Forum. Sicher bin ich mir jetzt gerade nicht. Der hat ja diese Autobahnschilder gemacht. Und da hatte ich dann schon mal angefangen, die ersten zu beschriften. Das ist natürlich auch ein Riesenpaket, also es ist wirklich grandios. Und habe dann hier versucht, die ersten Beschilderungen eben individuell für die Karte hier anzulegen. Wie gesagt, hier die angrenzende Stadt in der Nähe von dem Parkplatz ist ja Naumburg. Ist noch nicht angefangen, es besteht aktuell auch nur aus einem Hauptbahnhof
Und dafür habe ich jetzt hier so ein Autobahnabfahrtsschild in 1000 Metern gemacht. Als ich das dann platziert hatte, habe ich dann hier, wie gesagt, bemerkt, dass mir hier das Spiel dort so eine riesengroße Welle dort mit reingebaut hat, obwohl jetzt, sage ich mal, der Höhenunterschied von der Autobahn an sich gar nicht so groß ist. Da war wirklich das war schon wie so eine Rampe fast, ne? Da musste ich dann das Ganze so ein bisschen auflockern, da nochmal ein bisschen nachjustieren und das Ganze ausbessern. Und jetzt sieht das Ganze aber auch soweit ganz schick aus. Und ja, dann habe ich hier noch so ein bisschen im Stadtgebiet Schwanstein die Autobahnabfahrten eben mit den Schildern ausgestaltet. Es waren halt so drei Varianten, die ich mir als Test erstmal beschriftet habe. Also Schwanstein Mitte, Schwanstein Altstadt und eben Naumburg. Und jetzt muss ich halt dann mal weiter gucken, was es da noch so für schöne Sachen in dem Paket gibt. Das ist wirklich mit Bundesstraßenschildern, Ein- und Ausfahrten, Wegweisern, also riesengroßes Ding. Finde ich auf jeden Fall sehr gut und da werde ich dann in Zukunft das Ganze da auch noch so ein bisschen weiter ausgestalten. Und ich finde halt auch tipptopp, dass man das halt ganz einfach und schnell selbst beschriften kann. Über dieses PaintNet benutze ich da, glaube ich. Und dann hat man da seine individuellen Straßenschilder. Ja, dann sind wir auch schon wieder am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es war nicht allzu langweilig. Und ihr habt jetzt mal schon so einen kleinen Einblick, wie dann im späteren Verlauf die Autobahn aussehen wird. Jetzt sieht man gerade auch im Hintergrund, ne, die gerade dort rausgefahren sind, die zwei LKWs, die haben da auch so einen riesen Höhenunterschied überwinden müssen. Dort ist wie ein riesen Schlagloch an der Autobahnabfahrt. Das muss ich mir später nochmal angucken, dass es nicht so heftig dort runter geht. Das ist teilweise wirklich richtig komisch. Verstehe ich halt, wie gesagt, nicht, warum das Spiel dann dort solche komischen Wellen da reinmacht, aber gut, sei es drum, werde ich dann im nächsten Video, denke ich mal, behoben haben. So, jetzt habe ich hier auch nochmal so zwei, drei kleine Abfilmungen von dem Parkplatz an sich, nichts Weltbewegendes, wie gesagt. Und ja, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein. Ich denke, die nächste Folge wird dann auch wieder eine Leipzig-Folge sein. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut und bis dahin. Ahoi!